up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left. Gerhard Weber gilt als einer der wichtigsten Rostocker Fotografen. Kurz vor seinem 70. Geburtstag widmet ihm der Kunstverein zu Rostock eine Ausstellung, die am 28. November in der Galerie Amberg 13 eröffnet wurde. Die Ausstellung Gerhard Weber, Fotograf, ist das Finale eines spannenden Ausstellungsreigens des Kunstvereins zum 800. Stadtjubiläum Rostocks. Es ist eigentlich entstanden chronologisch, weil wir sozusagen, wir haben ja angefangen doch vor 100 Jahren mit der Vereinigung Rostocker Künstler und uns so langsam vorgearbeitet in die Gegenwart. Und Gerhard Weber ist dann eigentlich eine Position, die auch mit einem sehr zeitgenössischen Medium der Fotografie arbeitet. Und das schien uns auch ein sehr guter Abschluss des Jahres zu sein. Und das ist, wie man jetzt zur Eröffnung sieht, auch so ein Kracher ist mit einem derartigen Besucherzustrom. Damit haben wir auch nicht unbedingt gerechnet. In jungen Jahren begeisterte sich Weber für bildende Kunst und fand hier den Weg zur Fotografie als sein Ausdrucksmittel. Die Ausstellung zeigt Bilder aus dem Rostock der 1980er Jahre sowie Fotografien von seinen Romaufenthalten. Weber dokumentiert einerseits den Menschen in brüchigen Stadtlandschaften und komponiert andererseits grafisch mit menschlichen Artefakten und Landschaften. Er fotografiert Menschen in ihren Umgebungen und er schafft es, also immer im richtigen, dem glücklichen Moment hinzuzukommen, wenn etwas passiert und wenn verschiedene Dinge, Konstellationen im Stadtraum zusammentreffen mit dem, was Menschen gerade tun und erleben. Und das ist also eine wunderbar lebendige Art, mit der Umwelt umzugehen. Gerhard Weber hat nicht nur als Fotograf einen Namen. Weber ist gleichzeitig Chronist, Sammler und Vermittler. Während er in seinen Fotografien eine Welt im Zerfall dokumentiert, vermittelt er mit seinem Archiv Bilder aus der Geschichte bis in die Gegenwart. Dafür wurde er vor kurzem mit einem Förderpreis der Richard-Siegmann-Stiftung geehrt. Also ich bin ganz begeistert. Also die Zusammenarbeit mit Thomas Henschel, mit den Menschen, das war fantastisch, wie wir das gehängt haben, das war ein Verstehen, wie es das sicherlich nicht häufig gibt. Und für mich ist das eine Bestandsaufnahme. Ich sehe manchmal Bilder, die ich längere Zeit auch nicht gesehen habe und weiß jetzt, die Sachen musst du vergrößern, da musst du noch was machen, mein Archiv aufarbeiten für eine spätere, größere Ausstellung. Also ich finde es sehr toll. Hier kann ich ja nur als Fotograf meine Bilder nicht sagen, ne? Dann wird es ja komisch. Webers Fotografien sind schön und lebensbejahend. Gerade in Ruinen und Zerfall entdeckt er das Menschliche neu. Sein Gefühl für den grafischen Moment, der in seinem Ausdruck für sich selber steht, schafft Bilder, die sich einprägen und schon heute zum kulturellen Gedächtnis der 800-jährigen Stadt gehören. Es lohnt sich, besuchen Sie die Galerie Amberg 13 bis zum 6. Januar und erleben Sie selbst Gerhard Weber, Fotograf. You gotta, you gotta.